Leben heißt lernen. Wenn du mal Augenblicke hast oder Momente oder den ganzen Tag über irgendwelche Situationen, wo du über etwas verärgert bist oder enttäuscht, dann solltest du jetzt mal dir Folgendes als Umsetzung angewöhnen. Mach das mal und schreib dir immer auf, sobald so eine Situation bei dir zum Tragen kommt. Warum ist das so? Weil du kannst nichts ändern, indem du einfach sagst, oh, ist schon wieder alles kacke, läuft wieder nichts mit und ist toll, dass das nicht funktioniert, kann ich nichts mit anfangen. Da kannst du nichts dran ändern, wenn du dir irgendwelche Sachen einredest. Aber du kannst da was dran ändern, indem du dir mal schwarz auf weiß schreibst, warum das so ist. Dann kannst du dir das nämlich vor Augen führen. Und wenn du es richtig gut machst, dann weißt du letztendlich auch, das ist der Punkt. Wenn du das Warum herausgefunden hast, dein Warum. Und wenn du das immer und immer und immer wieder machst, wirst du automatisch zu dem Stand, zu dem Ergebnis kommen, warum das wirklich bei dir so ist. Und es passiert nicht mehr. Aber du musst dir das auch als Zielsetzung machen und nicht einfach denken, braucht man nicht. Du brauchst gewisse Ergebnisse und die musst du dir aufschreiben. Das, was ich am Anfang gesagt habe, Leben heißt lernen, verstehe dich als Mensch und verstehe gewisse Gegebenheiten und du wirst da was mit anfangen können. Und so ist das ganze Leben. Aber wenn du irgendwie etwas machst, was der andere macht, kannst du nicht leben. Denke daran, mach dir das bewusst und bis dann.